Rio de Janeiro rund um das Maracanã-Stadion. Es sind schlimme Bilder aus der Nacht, wieder einmal. Was friedlich begann, wird bitterer Ernst. Es kommt erneut zu Auseinandersetzungen von Polizei und Demonstranten. Erwartet zwar, aber zum Glück nicht so heftig wie befürchtet. Andernorts wird einfach nur gefeiert. Brasiliens dritter Triumph im Confed Cup. Mit 3:0 entzaubert die Seleção den Welt- und Europameister Spanien. Ich könnte mich im Moment nicht besser fühlen. Jedes positive Ergebnis wäre großartig gewesen. Aber Spanien mit 3:0 zu schlagen, ist so viel besser. Nicht nur wegen des Ergebnisses, sondern weil wir auch sehr gut gespielt haben und weil es gezeigt hat, dass wir noch etwas vor uns haben. Wir haben eine gute Mannschaft für die Weltmeisterschaft unter gleichen Bedingungen. Heute ist ein Traum wahr geworden. Ich bin so glücklich. Es war ein großartiges Spiel und wir haben den Titel gewonnen. Ihr Tiki-Taka-Fußball funktioniert gegen uns nicht. Wir haben gezeigt, dass wir jeden schlagen können. Brasilien krönt seinen Testlauf für die Weltmeisterschaft 2014 im eigenen Land. Im Kopf bleiben neben dem Zauberfußball aber auch die Proteste gegen Korruption und soziale Missstände. Für Neymar, den Star des Turniers, ein Dauerthema, selbst in den Momenten des größten Triumphs. Es ist schwer für mich, über dieses Thema zu sprechen, über diese Kämpfe da draußen. Sie sind etwas sehr Schlechtes. Viele Menschen können verletzt werden, aber was soll ich sagen? Die Feier war für die, die im Stadion waren, und wir haben gefeiert, so gut wir konnten. Besser hätte es bei der Generalprobe für die Weltmeisterschaft im eigenen Land nicht laufen können. Rein sportlich gesehen mit 3 Toren gegen Spanien.